Über ein Viertel der Menschen entwickeln ab dem Alter von 50 Darmpolypen. Diese tumorartigen Wucherungen im Darm können manchmal krebsartig werden. Doch keine Sorge, hier sind die 8 besten Lebensmittel, um Darmpolypen zu verhindern und das Risiko für Darmkrebs zu senken. Nummer 1. Sauerkraut. Sauerkraut enthält probiotische Bakterien, die helfen, die Darmgesundheit zu verbessern und das Risiko für Polypen zu reduzieren. Nummer 2. Knochenbrühe. Knochenbrühe enthält Gelatine und Aminosäuren, die helfen, die Darmschleimhaut zu reparieren und die Darmgesundheit zu fördern. Nummer 3. Knoblauch. Knoblauch enthält Allicin, das antibakterielle Eigenschaften hat und helfen kann, das Wachstum von Polypen zu verhindern. Nummer 4. Apfelessig. Apfelessig enthält Essigsäure, die den pH-Wert des Darms ausgleichen und die Verdauung fördern kann. Nummer 5. Brunnenkresse. Brunnenkresse ist reich an Antioxidantien, die helfen können, die Zellen vor Schäden zu schützen und das Risiko für Polypen zu reduzieren. Nummer 6. Kräuter und Gewürze. Bestimmte Kräuter und Gewürze wie Kurkuma und Ingwer haben entzündungshemmende Eigenschaften und können die Darmgesundheit verbessern. Nummer 7. Kefir. Kefir ist ein fermentiertes Milchgetränk, das reich an Probiotika ist und die Darmflora verbessern kann. Nummer 8. Kimchi. Kimchi, ein fermentiertes koreanisches Gemüse, enthält probiotische Bakterien, die die Darmgesundheit fördern und das Risiko für Polypen reduzieren. Welche dieser Lebensmittel sind bereits Teil deiner Ernährung? Teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren mit uns. Vergiss nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres informatives Video zu verpassen. Bleib gesund und schütze deinen Darm.